Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der Halben jauchzt mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott. Mein Schöpfer reich von Rat. Im Anschluss an die Reihe sonntags um 10, die mit Gebet und Segen abgeschlossen hat, ein Gruß aus der Kirche. Jonas Möller, Theologiestudent aus Greifswald, hat gerade den ersten Vers gesungen, Macht hoch die Tür. Viele werden es auswendig können. Wir, Herr Möller und ich, Martin Bergau, Gastpfarrer in der Athener Gemeinde, sind hier am Altar der Kirche beieinander. Er ist für den Advent geschmückt, zur Ehre Gottes und für uns. Das erste Licht leuchtet. Es ist Sonntagmorgen. Georg Weißel hat das Lied verfasst. Er war Pastor in Königsberg. Seine Kirche wurde nach Fertigstellung eingeweiht, mitten im Advent. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Bedrängte Zeiten waren es über Jahrzehnte. Der 30-jährige Krieg tobte in Europa, Angst um Leib und Leben aller Orten. Nicht wenige glaubten an keine Zukunft für sich und die Seinen. Und dann so ein freudevoller Tag. Gemeinde kommt zusammen, ein kraftvolles Halleluja wird durch die neue Kirche geklungen sein. Menschen sehnen sich in der Bedrängnis nach Licht. Sie wollen aufatmen und beieinander sein. Ja, gerade in bedrängenden Zeiten werden die Hoffnungsbilder erzählt, manchmal gesungen, zugerufen, manchmal auch geflüstert nur. Wir spüren das in diesen Wochen in Athen ganz besonders. Der Lockdown schränkt ein. Die Kirchentüren der Christuskirche bleiben verschlossen. Die Gemeinde wird heute das Adventslied von Georg Weißel nicht gemeinsam singen. Und für manchen werden gerade diese besonderen Tage eine Aufgabe, fern von den Nächsten sein, viel mehr für sich sein als sonst. Das wird Kraft kosten, Seelenarbeit. Doch das Adventslicht leuchtet. Hier in der Kirche und vielleicht auch bei Ihnen zu Hause. Für wen wird die Tür hochgezogen, das Tor geweitet? Der Lieddichter sah keine Bürgermeister oder sonstige Potentaten vor, vielmehr. Der Herr der Herrlichkeit zieht ein, Heil und Leben bringt er mit sich, Gott wird Mensch. Mit dem Advent beginnt die Zeit, in der wir uns bereiten, für den, der einst schließlich auf dem Esel einritt. So hat Gott sich in Christus uns Menschen gezeigt. Wie werden wir uns, wie werde ich mich darauf bereiten, dass Gott kommen will? Es ist eine Anfrage an jeden von uns. Auch dafür, was in meinem Leben zählt und woran ich mein Herz hängen will. Dafür ist in diesen Wochen Zeit. Wir sind damit nicht allein. Gott selbst hat uns eine Zukunft verheißen. Nehmen Sie das Lied mit. Vielleicht besonders die Melodie, weil Sie sie so gut kennen. Und tun das, was das Höchste im Gottesdienst ist, Gott loben. Das kann laut jauchzend sein, mit Freuden gesungen, wie wir es eben gehört haben. Oder auch leise im Herzen, wie eine Melodie mit Ihnen durch den Tag sie wandert. Oder besser, durch die Woche. Und dann zünden wir das zweite Licht an, hier in der Kirche.
alles Gute für diese Woche.